Jan Juro, Hallo. Magier, Zauberer oder wie bezeichnest du dich? Also ich habe das Zaubern, seit ich ein kleines Kind bin, gemacht. Mhm. Und vor ein paar Jahren, so vor 5 Jahren irgendwann, angefangen mich mit dem Thema so Big Data, künstliche Intelligenz, Computer zu beschäftigen und habe gemerkt, wow, die Computer, die machen ja das, was wir Zauberer vorgeben zu können, das können die wirklich. Also genau das, wovor NFA und all solche Organisationen große Sorgen haben. Naja, im Prinzip mache ich das, was die NSA macht, aber eben nicht heimlich, sondern auf der Bühne. Aha. Willst du mir das Handy einmal geben? Ja. Sehr gut. Wenn ich dir das jetzt geklaut hätte, sag mal, ich wäre in der Fußgängerzone vorbeigekommen, hätte dir das aus der Tasche gezogen, was für ein Zauberer Alltag ist. Alles ja, drin, was ich habe. Dann wäre das Handy gesperrt. Ich würde jetzt versuchen, die PIN, ich halte es mal so ein bisschen gegen den Scheinwerfer. Ja. Das sind ja immer so mal leichte Flecken von den Fingern. Genau, auf der, weiß nicht, ob man sehen kann, aber so ein bisschen auf der 4 und auf der 5 sind so ein bisschen, so leichte Fettflecken. Stimmt, dass das 4 und 5, die Zahlen vorkommen in der PIN? Ja, komm. Ja, tatsächlich. Jetzt muss ich die Reihenfolge feststellen. Ich weiß nicht, ob da noch eine andere Zahl dabei ist, aber ich glaube... Nee, sind nur die beiden Ziffern 4 und 5, richtig? Korrekt. Schau mich einmal an. Nicht reagieren. 4, 5, 4, 5, 4. Es beginnt mit 4. Ja. 4, 4, 4, 5, 4. Ja oder nein, ganz ehrlich, ist die PIN 4455? Ja. Wunderbar, vielen Dank. Also ich habe ihm da nichts vorher gezeigt oder gegeben oder sonst was. Das hat er jetzt... Also vorsichtig sein, wenn Leute es böse meinen. Sehr, aber sehr gut. Jetzt möchte man natürlich immer wissen, wie machst du das? Das ist natürlich geheim. Das ist natürlich geheim. Tut mir leid. Ja.